Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft, ins Pokalfinale einzuziehen, was natürlich eine sensationelle Leistung ist. Und wir haben auch in der Liga schon gesehen, dass ja, wir auf gutem Weg sind, um uns international zu qualifizieren. Wir sind aktuell ja sogar Zweiter in der Tabelle, was sensationell ist. Und ja, nächste gute Nachricht, Louis Jean kann sich nicht nur einen Verbleib vorstellen, er hat sogar jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben und bleibt die nächsten 4 Jahre bei uns, im Idealfall natürlich. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, Depuisot verletzt und Sambisa verletzt, das trifft uns weniger. Und jetzt haben wir eben vor dieser Länderspielpause 2 Partien gegen Clermont und gegen Nantes, die wir durchaus gewinnen sollten. Da bin ich mal gespannt. So, Enzo Zahl, das ist auch so ein geiles Talent, finde ich. Vor allem wegen diesen mentalen Werten. Auf die Auswahlliste. Luciano Lara. Auch ganz gut. Pack die mal alle auf die Auswahlliste. Dragoslav Kovacevic. Zielstrebigkeit 20. Ich liebe es. Beidbeiniger Innenverteidiger. Jetzt schon groß. 1,95. Auf die Auswahlliste. Mike Cooper. Was machst du hier? Boah. Abwerfen kann er. So, Angelo Fulgini. Von Mainz. Auf der Transferliste aktuell. Grundsätzlich nicht uninteressant. Scout machen wir mal fertig. So. Dann werden wir hier noch schnell ein paar nette Worte aussprechen. Baji, coole Frisur. Cousin. Nettes T-Shirt. Keine Ahnung. Wir loben sie halt. Und dann, Cousin, da geht es halt auch wirklich schön bergauf. Und dann werden wir jetzt schauen, dass wir gegen Clermont den nächsten Sieg einfahren. Und dann werden wir jetzt auch natürlich mal schauen, mit wem wir spielen. Weil es kann gut auch sein, dass wir jetzt heute den einen oder anderen, der jetzt in letzter Zeit nicht gespielt hat, heute spielen lassen. Die Spielbelastung ist bei einigen Jungs nämlich hoch. So, Ignatenko, der natürlich verletzt ausfällt. Wir lassen mal Klünter spielen. Ja, Janicek hat jetzt so viel gespielt, der braucht auch mal eine Pause. Da darf Barbe wieder ran. Wir lassen Ebosse spielen. Dann hier Bernede. Ich lasse den jetzt Box-to-Box spielen, obwohl es jetzt nicht ganz so zu ihm passt. Einfach weil er, weil wir es in der Taktik so gewohnt sind. Theo geht von der Spielbelastung her. Neris, Elise, die beiden müssen wir noch rausnehmen. Baji ist auch fit. Das heißt, ich würde sagen, Ribeiro nach innen ziehend. Und dann werden wir den Guyagon spielen lassen, rechts außen am Flügel. Warum nicht? Dann bekommt auch Pablo Neris seine Pause heute. So, wen nehmen wir mit? Das ist jetzt die Frage. Jetzt können wir natürlich junge Talente auch mitnehmen. Louis Jean, also da haben wir die beiden Flügel. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Innenverteidiger dabei. Ome Caldara. So, Bogusch mit Udin, Elise Giré. Da können wir Giré vielleicht, wenn der Spielverlauf es erlaubt, auch noch einwechseln. Und dann ist die Frage, wir müssen mal rausfinden, wer von den Offensiven da eigentlich das größte Talent ist. Chabonel ist, was Spielmacherqualitäten angeht, super. Könnte ein toller Backup für Theo werden. Könnte theoretisch sogar stärker als Theo werden. Schaut euch den Marktwert an. Utara. Wäre was für ein Flügel. Und Quinin. Boah, die sind alle sensationell. Das sind so richtige First World Problems. Dann ist einfach die Frage, welche Position brauchen wir am ehesten auf der Bank. Wir haben fürs Zentrum Bogusch und Giré, wir haben am Flügel Udin. Der ist Linksfuß. Utara Linksfuß. Könner auch, oder? Jo. Ich finde seine Zielstrebigkeit halt super, deswegen nehme ich ihn mit. Strace kann wieder für Buffon mitkommen. Ah ja, Sissoko ist ein bisschen müde. Theoretisch vielleicht Giré? Warum nicht? Ich gehe jetzt gerade ein bisschen Risiko ein, aber ich möchte echt schauen, dass wir da jetzt für gute Rotation sorgen in dieser Partie. Wir haben jetzt 2 Top-Spiele gehabt. Wir haben eigentlich mit der Bestbesetzung gespielt. Die letzten beiden Partien mit so kleinen Rotationen und Wechseln natürlich. Aber jetzt gerade gegen Clermont, ganz ehrlich, wir müssen das mit dieser Mannschaft schaffen, auch wenn ich rotiere. Und ja, im Worst Case können wir 5-mal wechseln. Qualität haben wir auf jeden Fall auch noch auf der Bank. Baji verletzt. Läuft, was ist denn jetzt passiert? Okay, wir müssen ihn sogar auswechseln. Dann bringen wir
den Elis und schieben den Ribeiro ins Zentrum. Boah, ist das bitter. Das war nämlich noch einer der fittesten. Großartig. Ach ja, übrigens, spielerisch läuft es auch nicht. Nach 15 Sekunden, Minuten jetzt erstmal vielleicht eine Chance. Giré, Theo, die machen das ganz gut da. Giré ist halt am Ball auch wahnsinnig stark. Eposé mit einer tollen Flanke, Guyagon und der Abschluss von Ribeiro wird von Diao zur Ecke geklärt. Aber das war schon eine ganz ordentliche Aktion. Ah, die haben schon ein paar ganz interessante Spieler. Gray finde ich ganz cool. Gonalon, Balanta. Ja, das war es, glaube ich, von denen, die ich kenne. Manier. Aber das ist, glaube ich, ein anderer. Fasnacht kenne ich auch. Boah. Nicht ungefährlich. Also uns gelingt es jetzt mal in erster Linie nicht so wirklich für Gefahr zu sorgen. Auch wenn wir es in der Statistik jetzt so ganz leicht die Nase vorne haben. Elise ist jetzt schon müde. Also so schlecht ist die Mannschaft eigentlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also das wird schon irgendwie gehen. Bleiben wir optimistisch. Da ist Ribeiro, da ist das 1:0 und schauen wir, ob das nicht abseits war. Hoffen wir mal, dass wir gerade kommen. Ja. Habe ich mir schon gedacht, der war zu weit vorne. Schauen wir mal, wie deutlich es war. Ja. Dann doch richtig gesehen, leider. Also Theo wartet auch schon auf seine Auswechslung. Bei dem könnte echt die Konstanz so ein bisschen ein Thema werden. Habe ich so ein bisschen das Gefühl im Moment mal. So, Einwurf. Boah, ist der schlecht. Miserabler Einwurf. Von Guyagon bisher auch nichts zu sehen. Gut abgefangen von Eposé. Elise, Ribeiro. Super Pass rechts raus. Da haben wir jetzt Guyagon. Der muss es da alleine probieren. Jetzt kriegt er Unterstützung. Glünter. Nachsetzen. Wieder Glünter. Ach, das ist so harmlos. Bin unzufrieden mit eurer Leistung. Giré ist ängstlich. Ich bringe jetzt mal den Bogusch für den Theo, weil der sowieso schon müde wird. Und ich glaube, ich muss Remy Uda bringen. Ich kann Elise nicht. Naja, warte mal mit Elise noch. Der Rest ist jetzt nicht katastrophal, aber ja. Was ist das für ein Pass von Giré? Vielleicht ist das jetzt die Körpersprache gewesen und das Ängstliche. Kann schon sein. Boah, Klünter. Der Typ hat Eier. Rashani. Rausrücken. Elise macht das gut. Super von Elise. Genauso will ich Ecken verteidigt haben. Dass du dann einfach giftig raufgehst. Nächste Ecke. Giré geht raus. Giré geht wieder raus, aber wir kriegen ihn nicht geklärt. Und da passiert das Rausrücken viel zu spät. So, komm schon. Ja, da haben wir auch im Mittelfeld ein bisschen zu wenig Zugriff für meinen Geschmack. In so einer Situation würde ich jetzt echt gerne Ignatenko oder so bringen. Was ich mir gerade denke. Ach, Giresia. Abschluss 6. Noch schlechter als Box-to-Box.
Gerade überlegt, ob ich den vielleicht irgendwie einfach mit, also Giré und Bernede tausche. Boah, Elise ist komplett müde, ich muss den leider wieder auswechseln. Das heißt, ich würde die beiden tauschen, weil Gundogan sowieso Rechtsfuß ist. So, Bernede ist gar nicht so schlecht heute. Im Endeffekt ist die Offensive schwach. Ich bringe den Ekomier. Der ist zwar ängstlich, aber es hilft nichts. Brauchen auf jeden Fall auch noch in die Offensive ein bisschen mehr Qualität. Ich glaube, da kann er ein bisschen mehr als Eboué. Plünter hat da Platz. Giré. Bernede. Der war für Bernede-Verhältnisse gar nicht so schlecht. Und trotzdem war er nicht gut. Na, da hat nicht so viel gefehlt, also. Das war schon in Ordnung. Traumpass Bernede. Ribeiro ist durch. Nimmt er ihn gut mit? Ja. Da ist das 1-0. Boah, tut das gut. Muss nur das Ermutigen zurücknehmen. Endlich das 1-0. Und was war das bitte für ein geiler Pass von Bernede? Der dreht sich einmal und spielt den sowas von perfekt in die Tiefe. Ribeiro nimmt den auch super mit. Und damit endlich die verdiente Führung. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter läuft und wir nachlegen können, damit das nicht zu spannend wird jetzt noch. Ribeiro. Ah, schade. Da war auch mehr drin. In der Situation muss er halt wahrscheinlich auch eher abpassen. Gehen wir sie mal beruhigen. So, Udin mit dem Superpass in die Tiefe. Ribeiro nimmt ihn wieder gut mit. Muss jetzt warten in der Mitte, Guyagan. Aber halt viel zu weit weg. Ah, schade. Haben sie gut gelöst. Sehr souverän. Jetzt hat Guyagan was abgekriegt. Was ist das für eine Kackpartie, ganz ehrlich? Ich kann jetzt genau noch einmal wechseln und muss jetzt natürlich Guyagan rausnehmen. Also ich werde natürlich ihn hier bringen. Aber das ist ja nervig. Dann werde ich aber Udin wahrscheinlich, weil er schneller ist, ja, links auf dem Flügel spielen lassen. Und ihn hier nach innen ziehend, weil das sind eher seine Stärken. Ja, immerhin bekommt er Einsatzzeit, aber so. Oh, es ist halt echt nervig mit den ganzen Verletzungen jetzt. Es kann natürlich sein, dass es an der Belastung liegt, wobei bei Guyagan eigentlich nicht. Und bei Ignatenko war es auch eher so ein blöder Zusammenprall. Ja, ich ärgere mich halt einfach gerade. Im Allgemeinen muss man eh sagen, dass man fast froh sein muss. Also es waren jetzt keine gravierenden, schlimmen Verletzungen von Stammspielern dabei dieses Jahr bisher. Boah, was macht Barbet in der Situation? Also komplett falscher Laufweg, meiner Meinung nach. Ganz, ganz schräg. Ja, wir werden jetzt zu zittern beginnen. Nach Ballverlust neu formieren und Zeitspiel. Wo ist die Innenverteidigung? Die sind einfach zu langsam da jetzt in der Situation. Haben sie aber auch gut gespielt. Ich glaube, dass die auch ordentlich Pace haben. Fasnacht ist recht schnell. Gray sowieso. Kevin Lasagne ist so ein cooler Stürmer. Bernede mit dem schlechten Pass. Klünter geht nach außen. Bernede hat Platz. Ribeiro, Udin 2-0. Fragezeichen. Das Tor zählt. Oh, tut es gut. Da bin ich jetzt übelst erleichtert. Schön, wie Udin den verwandelt. Und Ribeiro mit dem Assist. Also Ribeiro heute mit einer guten Vorstellung. Ein aberkanntes Tor. Ein richtiges und ein Assist. Das zumindest hat er jetzt diese Chance hier heute sehr gut genutzt. Andere vielleicht ein bisschen weniger, muss man auch ganz ehrlich sein. Also Giré zum Beispiel hat sich jetzt nicht empfehlen können. So, Ekomier.
Bernet, der natürlich verteilt er die Bälle ganz gut. Oh, die Flanke ist super. Ja, Bernet ist auch nicht schlecht drauf. Da muss man halt einfach auch schauen, welche Rolle man für ihn findet. So wie der heute die Bälle verteilt, kannst du ihn echt eher als Spielmacher oder eben vielleicht auf der 6 nehmen. Klünter holt hier noch. Achso, gar nicht. Steht im Abseits. Holt keinen Freistoß raus. Also wieso Ekomier in der Situation Bogusch anspielt, ist mir ein Rätsel. Leider können wir ihn das nicht fragen, weil ich kein Französisch kann. Aber gut, Leute, im Endeffekt haben wir es verdient runtergebracht. So richtig gefährlich wurde es defensiv nicht und offensiv haben wir 2 Tore erzielt. Also ich glaube, im Endeffekt haben wir es verdient gewonnen und die Pflichtaufgabe erfüllt, was ganz gut ist in dieser anstrengenden Woche mit diesen 2 Spitzenspielen, die wir hatten, dass wir da jetzt auch diese Pflichtaufgabe dann im Endeffekt gemeistert haben. Ja, sehr gut. So, da loben wir sie. On fire, Errungenschaft freigeschalten. Aha. So, Badji verletzt. 2 Wochen. Verletzt bei harmloser Aktion. Guyagon zum Glück nicht lang. So, Daniel Lias. Der ist verletzt. Boah, ist der stark. Löchelverdrehung, okay, nichts Tragisches. Ab auf die Auswahlliste. Und Agustin Skoko. Schwierig. Also er kann gut flanken, ja, doch nicht. Rechtsverteidiger, er kann gut flanken. Und er ist relativ schnell. Der Rest ist solide, gute Zielstrebigkeit. Auch auf die Auswahlliste. Ich halte mich da raus. Ich begebe mich nicht in irgendwelche VAR-Diskussionen. Badji verursacht Krise bei Bordeaux. Was für ein Banause hat denn das geschrieben? 3 Wochen Verletzung, das heißt, er verpasst ein Spiel, nämlich das gegen Nantes, gegen den Tabellen 16. Was für eine Krise bei Bordeaux. Naja, lass mal die Medien halt schreiben. So. Wer ist denn das? Wow. Geiles Talent. Auf die Auswahlliste. Es sind sowieso ein paar spannende Spieler dabei. Der hat keine gute Zielstrebigkeit. Aber allgemein sind da schon ganz interessante Leute dabei. Ist jetzt auch nicht aufregend, aber okay. Der ist ein 97. Den packen wir auf die Auswahlliste. Der ist auch ganz interessant. Jugendvertrag. Können Vertragsgespräche mit ihm führen. Vertrag läuft aus. Ja, da wären wir auf jeden Fall gleich mal tätig. 575.000 Entschädigung ist der natürlich locker wert. Das hier rausstreichen und hier 5% runtergehen. Perfekt. Also insgesamt könnte die Abfindung auf 1,5 Millionen hochgehen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das hast du halt relativ schnell dann mit dem erinnern. 18-jähriger Algerier. Dann haben wir hier noch, okay, der ist nicht so spannend. Wäre aber ablösefrei. Und da haben wir noch einen ZOM, aber so, New Youth Intake. Yes. Yes, 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 yes. Da sind ein paar ganz gute dabei. Also wir haben hier mal einen Linksverteidiger aus Kamerun, Cyriel Sanga. Da sehen wir schon, dass der die perfekten Anlagen hat für... Naja. Tackling ist nicht wirklich gut und der schnellste ist er auch nicht. Aber das kannst du mit 15 halt schwer sagen. Würde ich aber auf jeden Fall mal nehmen.
Ich lasse das so, wie es ist. Ich finde das alles okay, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier einen ZM, der schon mal sehr interessant ist. Nehmen wir auch gleich auf. Gehen wir vielleicht auf 5% runter. Dann einen Linksaußen. Ich lasse das jetzt mal so. Gehen wir auch auf 5% runter. Wenn die nach 20 Spielen eine Erhöhung kriegen, ist das auch okay. Das ist jetzt, ist das, ah, okay. Das ist eigentlich der gleiche Spielertyp, Linksfuß, Linksaußen. So, dann haben wir hier noch einen Rechtsverteidiger. Sowas ärgert mich halt wieder so ein bisschen, aber da musst du dann halt überlegen, wie du das machst. Im Endeffekt würde ich den ja fast schon gar nicht nehmen. Also, ja, er hat schon Potenzial. Aber man sieht, für die Rechtsverteidigung wird er zu langsam sein, für die Innenverteidigung zu klein. Zielstrebigkeit ist mies. Schauen wir mal, was er will. Also, wenn es nicht viel ist, ist es okay. Das streich mal raus, das streich mal raus. Ja, okay, das können wir machen. Dann haben wir einen Innenverteidiger aus Portugal. Super Zielstrebigkeit. Ja, das gefällt mir. Der hat auch hier ganz gute Ansätze. 1,76 ist natürlich relativ klein, aber erst 15, also. Der soll fleißig, weiß nicht, Gemüse essen. Und dann haben wir es eigentlich. Dann ist die Frage, wen wir da noch nehmen. Innenverteidiger Flavio Groß, Nachwuchsspieler. Nachwuchsspieler können wir sowieso immer nehmen. So, links außen nehme ich nicht noch einen. Weil der da super Zielstrebigkeit. Aber der will auch wieder Perspektivspieler sein. Ja, dann nicht. So, Cedric Lafleur. Ohne Ehrgeiz, Zielstrebigkeit 5. Sorry, Bro. Gerade geschaut, ob da noch irgendwelche interessanten Nationen dabei sind, aber ist nicht wirklich was. Den Rest lasse ich jetzt, glaube ich. So, wen machen wir verfügbar? Chiré hat durchgespielt. Was sind das? Achso, gegen die Jugendspielerkandidaten. Da werden wir Buffon spielen lassen, dass die mal ein bisschen was lernen hier. Depuiseau geht sowieso immer. 11. Woche Glünter. So wir gar nicht mitbekommen, dass der so gut war. So, der nächste spannende Innenverteidiger aus Argentinien. Jo, das müssen wir einfach beobachten, deswegen passt das mit der Auswahl, das ist eh ganz gut. Unter 18 dürften die ja sowieso noch nicht wechseln können. So, Udin angeschlagen, 1 bis 3 Tage. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht in der Startelf gegen Nantes stehen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen umbauen. Mladen Mitrovic. Sieht nicht uninteressant aus, ist nämlich nicht der langsamste, kann super flanken. Dann den nicht. 2 Meter groß. Miroslav Vukcevic. Gefällt mir. So, Art Gonsic, ein junger Kroate. Finde ich jetzt ehrlich gesagt vor allem für den Markt wird uninteressant. Streich mal. Mark Dehn, Torwart von unserem Ex-Club aus Dänemark. Ohne Ehrgeiz, Zielstrebigkeit 3. Könnte sich aber um Welten steigern. Der ist dafür sensationell. Schauen wir mal. So, wir haben wenigstens 3-1 gewonnen gegen die Kandidaten. Dann bin ich gespannt, wie gut wir jetzt die Partie gegen den FC Nantes noch runterbringen. Da sind jetzt die Verträge von den Jugendspielerkandidaten. So. Der scheint auch nicht so gut zu sein. Nee. Der schon eher. Igor Rebanik. Die Auswahlliste. So, Lindenmeiner. Ausverkauftes Haus erwartet gegen Nantes. Ist das ein Derby? Vielleicht. Aber das sind die nächsten Verträge. Und der hat leider bei Toulouse verlängert. Schade. Den hätte ich echt gern bekommen. Guillaume auch noch verletzt. Okay, jetzt wird die Offensive spannend bei uns.
soll man ihn uns gönnen? 19 Jahre alt von Dortmund. Reden wir mal kurz mit dem Berater. Zwischen 79 und 106. Rotationsspieler ist auf jeden Fall viel zu viel. Ja, das mehr kriegst du halt leider nicht. So, Mikkel Magdal. Ganz gutes Talent. Miranchuk und Cadiz. Auch richtig stark, aber der wechselt fix. Also. So, von der Zeit her sind wir eigentlich schon am Ende, aber ich würde, also ziemlich am Ende, aber ich würde sagen, wir machen das Spiel noch, weil dann kann ich gut diese Länderspielpause dann überspringen. So, für die U19 Kunner werden wir mal nicht verfügbar machen, denn boah, der ist eben müde. Ach, schwierig. Schauen wir mal, ob wir da jetzt eine gute Mannschaft zusammenbekommen. Also ein paar werden auf jeden Fall ausfallen. Oder zumindest nicht ganz von Beginn weg spielen können. Uda ist ja auch nicht ganz fit. Also, Elise und Ribeiro, das ist schon mal wichtig. Und Pablo Neris rechts. Okay, so schlecht ist die Offensive nicht. Gebe ich zu, gebe ich zu. So, Louis Jean rechts. Ekomier links. Janicek rückt wieder in die Mannschaft. Barbe nehmen wir mit für Caldara. So, dann haben wir Sissoko für Giré. Theobast. Bernede passt, der ist super gespielt. Der Rest sowieso. Wen nehmen wir noch mit? Wir haben erst einen Caldara, weil der Rest ist müde oder bei der U19. Oder beides. Gut. Dann ist die Mannschaft, die wir aufstellen, heute doch relativ heftig. In der Offensive. Das sieht man halt schon, wie wir in der Breite in diesem Jahr aufgestockt haben. Das macht schon was her. Schauen wir mal. Pedro Chirivella. Ex-Liverpool und Ex-HSV, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir den nicht dort gehabt? Oder war es Malaga? Eins von den beiden Let's Plays. So. Louis Jean holt ihn sich. Und Neres hat jetzt ein bisschen Platz. Nimmt Fahrt auf. Da haben wir übrigens Merlin. Ribeiro in der Mitte wäre Elise. Ja, vielleicht nicht frei, weiß nicht genau. Der Merlin, ich glaube, das war der Schwede, der 23-Jährige, den wir auf der Auswahlliste haben. Der mal unter anderem auch bei den Spielern der Woche dabei war, falls ihr euch erinnern könnt. Müssen wir mal schauen, ob er das ist. Weil dann können wir heute vielleicht auch ein bisschen auf den achten. Der hat nämlich in der Saison ganz gut performt. Ein paar Tore erzielt und Assists gemacht. So, Ribeiro, Neres drüber. Ah, passt schon. Wir spielen das nicht so schlecht. So, jetzt habe ich wieder nicht nachschauen können. Zu langsam. Gibt es nämlich schon anscheinend die nächste Chance. Zollerpass in die Tiefe. Ribeiro ist durch. Schwinkel ist spitz, aber er haut ihn trotzdem rein. Sechstes Saisontor für Rodrigo Ribeiro. Der muss die Chance halt jetzt auch einfach nutzen, wenn er so viel Spielzeit bekommt. Ah, sehr schön. So. Ich finde die nicht. Nein, das ist anders, oder? Quentin Merlin. Okay. Ja, ich war mir nicht sicher, wie der Schwede hieß, deswegen. Ich dachte, er heißt irgendwie so. Position auf der Außenseite hätte auch passen können. Bin gespannt, wie Theo heute wieder spielt. Super Pass in die Tiefe, Elise, Ribeiro 2-0. Abseits vielleicht. Elise eventuell im Abseits, aber ich glaube nicht. Ja, das Ding zählt, 2-0. Ribeiro mit dem Doppelpack. Wie genial ist das denn? Hier sehen wir Ekomier mit dem tollen Pass in die Tiefe. Elise und Ribeiro ist halt auch super gestartet. Da kam die Innenverteidigung nicht nach. Und es geht in einer Tour weiter. Louis Jean mit einer gelben Karte. Wir warten nur kurz ab. Oh, der geht drüber. Also Louis Jean muss auch aufpassen hier.
Kein schlechter Versuch. So, Neris nimmt Fahrt auf. Theo wieder auf Neris. Bernede. Theo. Der war ordentlich platziert, glaube ich. Kein schlechter Versuch. Theo mit der Ecke. Gut von Ribeiro, wieder Theo. Aber abseits. Ja, leider habe ich jetzt von den jungen Spielern niemanden so wirklich mit, weil die halt alle auch müde waren. Also da werden wir niemanden wirklich bringen können heute. Cognier vielleicht. Ribeiro mit dem mit. Oh, beinahe der Hattrick. Innenpfosten. Interessanterweise haben wir 40% Ballbesitz. Was ist denn da los? Sehr untypisch auf jeden Fall für uns. Vor allem auch gegen so einen Gegner, aber. Boah, wie geil war denn der Pass. Und dass Elise nochmal ablegt. Auf Ribeiro ist ja genial. Also wenn das Ding jetzt zählt. Ja, das Ding zählt. Hattrick Ribeiro. Und wie geil war bitte der Pass von Elise? Den hätte er doch selber machen können. Vielleicht hat er abgelegt, weil er Ribeiro den Hattrick ermöglichen wollte. In meinem Kopf ist es jetzt einfach so. Coole Sache von Elise. Was hat er für Teamwork? 13. Ja, könnte sein. Rodrigo Ribeiro ernsthaft mit dem Hattrick heute, das ist unglaublich. Ecomier auf Elise. So, ich glaube, wir können sie mal loben. Keine einzige Torchance bisher zugelassen, ist auch stark. So, gefällt mir super weiter so, Jungs. Ich werde nochmal den Klünter bringen für den gelb vorbelasteten oder verwarnten Louis Jean. Und dann sehen wir Elise müde. Ja. So ist es. Könnte theoretisch dann ihn hier links außen noch bringen für Elise. Später, wenn er dann richtig müde ist. Giré werde ich auch bringen. Weiß noch nicht für wen. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Mal bei der tollen Leistung haben sie im Endeffekt eigentlich alle verdient durchzuspielen. So, Freistoß jetzt für Nord. Vielleicht Gefahr, aber wir klären gut und bekommen die Konterchance. Neris. Ja, der Pass war gut, aber abseits, glaube ich. Elise ist da. Okay, wird nicht gecheckt, damit kein Abseits. 4:0. Ribeiro konnte sich jetzt also bei Elise revanchieren. Wahnsinn. Na, der ist super gestartet. Also, ich glaube, ich war hauchdünn, aber ich schätze mal, der VAR hätte eingegriffen. Also nehmen wir das jetzt einfach mal so zur Kenntnis und freuen uns. Giré werde ich jetzt dann aber auf jeden Fall auch bringen. Ich bringe den, glaube ich. Boah, sensationelle Parade von Poussin. Ich bringe, glaube ich, dann Bogusch und Giré. Ein paar Minuten warten wir noch. Gut von Klünter. So, jetzt werden wir schon langsam. Also Bernede nehmen wir raus, da bringen wir mal den Giré. Ja, und eigentlich brauchen wir dann echt frische Power auf dem Flügel. Aber da können wir noch ein bisschen warten. Giré ist auf jeden Fall mal wichtig, dass der viel Einsatzzeit bekommt. Wenn der schon so ein gutes Talent ist. Weil die Zielstrebigkeit ist halt echt.
Naja. Robert. Ja. Mir schon gedacht, der war sehr weit vorne. Bin gespannt, wann wir Elise rausnehmen müssen oder Neres. Klünter einfach mittendurch. Sehr gutes Tackling, Sissoko. Kommt mit dem Pass nicht raus. Und da ist der Anschlusstreffer. Ärgert mich gerade. Das ärgert mich tatsächlich. Überspringen das jetzt. Weil es halt einfach unnötig war. Aber da beginnt es dann halt nachzulassen. Da haben die Jungs dann nicht mehr so hundertprozentig Bock bei dem Spielstand. Und dann frisst halt so eine. Super Pass von Giré. Ribeiro ist schon wieder durch. Ah, dieses Mal nicht. Nicht mit Deschamps. Deschamps. Ganz netter Ersatzkeeper eigentlich wäre das für uns. So. Wir haben noch drei Wechsel und zwei Wechselphasen. Das heißt, ich würde sagen, wir werden jetzt die beiden Flügelspieler wechseln. Ach so, oder links. Und dafür dann Kunja rechts nach innen ziehend. Und dann können wir noch einen Wechsel machen. Eposé, Barbé, Bogusch ist die Frage. Ich würde sagen, wir bringen den Bogusch für Theo, weil der Bogusch jetzt auch durch den Transfer von Theo jetzt nicht ganz so viel gespielt. Und es ist eigentlich auch ein talentierter Junge. Der kann halt auch Box-to-Box spielen. Am liebsten würde ich jetzt sagen, mehr fordern, aber das funktioniert ja in der Ansprache nicht, obwohl das in der Situation jetzt gerade absolut angebracht wäre, weil wir gerade echt am Nachlassen sind. Aber man muss sie halt einfach loben. Super Jungs, wie ihr nachlässt, wie ihr den Gegner da jetzt plötzlich zu Chancen kommen lässt. Das ist wirklich ganz, ganz stark von euch. Weiter so. In solchen Situationen, das funktionieren die Ansprachen einfach nicht gut, finde ich. Also es ist irgendwie immer das Gleiche. Sobald du sehr überlegen führst oder mit mindestens zwei Toren oder halt spielerisch überlegen, kannst du loben. Wenn sie 20 Minuten lang Kacke spielen, kannst du sie trotzdem nur loben. Schade. Also die Spieler an, also die Ansprachen während des Spiels, finde ich, müssten auch unbedingt besser werden. So, die letzten Minuten laufen. Giré mit dem guten Tackling. Kunja. Jetzt nochmal die Chance. Aber zu harmlos. Dafür haben wir es dann bald geschafft. Ribeiro macht es gut. Oh, der Pass war super. Nur da auf Bogusch. Und der entscheidet sich fürs falsche Eck. Da hätte er treffen können. So, Janicek auf Bogusch. Massiv gewinnt gerade gegen Stade Rennes, so wie es aussieht, oder geht zumindest jetzt in Führung. Das war auch das Halbfinalduell im Pokal, das andere. Ach, Pogo schaut den drüber, aber wie unglaublich. Wen ich übrigens wirklich gerne bei uns hätte, weil es mir gerade einfällt, wäre Alex Prass von Sturm.
Den werde ich jetzt mal kurz noch auf die Auswahlliste setzen. Das mache ich auch noch schnell in dem Part. Super Auftritt. Und dann schauen wir mal, ob Alex Prass noch bei Sturm ist. Ja, 8 Punkte sind wir an PSG dran. Das ist gar nicht so schlecht. So. Alexander Prass aktuell noch bei Sturm. Den werden wir jetzt auf jeden Fall mal bis zur vollen Kenntnis scouten, auf die Auswahlliste setzen. Das wäre halt ein richtig starker fürs zentrale Mittelfeld. Und ich werde einfach gleich mal Interesse bekunden bei den Medien. Da ist was los. Gut, das mache ich dann alles im nächsten Part. Ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann in 21 Tagen. Also ich werde jetzt ein bisschen was überspringen. Oh, mit den Partien gegen Lyon und gegen Lille. Also das wird richtig spannend. Zwei schwierige Herausforderungen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Freue mich auf die nächsten Parts. Bis bald.